Das Lenkrad, dann fährt das Lenkrad ganz ordentlich alleine. Schön, dass ihr mich wieder ein Stück auf dem Weg durch die bunte Welt der Infento-Kreation begleiten möchtet. Ich heiße Jan, willkommen bei Modular Mobility. Ein eigenes Go-Kart zu besitzen gehört zu meinen unerfüllten Kindheitsträumen. Und diesen Punkt wollte ich von meiner Bucketlist streichen und das ist dabei herausgekommen. Der Bau von dem ganzen Kart hat circa nur eine Woche gedauert, wobei die sonderangefertigten Teile habe ich entweder vorher schon besorgt oder gebaut. Für alle unter euch, die noch nicht wissen sollten, was Infento ist ein Konstruktionssystem für Kinderfahrzeuge, welches man bei der niederländischen Firma Infento direkt ordern kann. Die Preise für die Kits liegen im Bereich von 160 bis ca. 1300 Euro. Wenn ich ein neues Fahrzeug bauen möchte, dann geht es erstmal prinzipiell um die Größe. Wie groß soll es sein? Wie breit soll es sein? Ja, legen wir erstmal den Radstand fest. Beim Kart habe ich einfach mal in die Regularien geguckt. Und es ist so, es gibt bei den Karts Junioren-Karts und Senioren-Karts. Und die unterscheiden sich von der Größe. Ich habe gesagt, es soll ein Erwachsener oder ein 13-Jähriger drin sitzen können. Und da liegt man normalerweise bei einem Radstand von ca. 1,05 Meter. Und bei der Breite habe ich so Breiten gesehen, die irgendwo zwischen 1,23 Meter und 1,30 Meter liegen, von Rad zu Rad. Die Felgen sind original von einem Kart. Die hat mir ein Freund geliehen. Die Größe entspricht der eines Seniorenkarts. An der Hinterachse habe ich mir einen Adapter konstruiert und 3D gedruckt aus PLA. Naja. Der ist eher stabil als schön.
mit einer dicken 08er Düse habe ich das gedruckt. Und das hier, diese Plastikringe, das sind Drift Sleeves. Die waren bei eBay für 52 Euro das Paar im Angebot gewesen. Die muss man nicht drauf machen, aber die kann man drauf machen. Damit macht das Fahren um Längen mehr Spaß. Bei der Hinterachse stand ich vor der Wahl, entweder eine Starrachse einzubauen oder ein Differential zu benutzen. Das Sniff hätte den Vorteil, dass das Kart deutlich leichter durch die Kurve fährt, was den E-Antrieb entlasten würde und die Lenkkräfte deutlich senken würde. Aber ich entschied mich wie beim Originalkart für eine Starrachse. Da kam ich mit den Infento-Achsen nicht weiter, da sie zu kurz sind und nur aus Alu. Und ich war besorgt, dass die Achsen sich in der ersten Kurve verdrehen und zu Korkenziehern werden. Also habe ich mir bei eBay für schmales Geld vor einiger Zeit eine 2 Meter lange Stange, 6-Kant-Profil aus Stahl gekauft. Ich hatte daraus schon die Lenkachse unseres Infento-Gabelstaplers gebaut. Die 2 Meter Stange 6-Kant-Profil habe ich mir dann so zurechtgesägt, dass ich daraus zum einen die Hinterachse fertigen konnte, aber auch die Achsstummel für die Vorderachse. Kartfelgen haben normalerweise einen 17 mm Kugellager an den Innenvorderrädern drin. Und das aus dem 19 mm 6-Kant-Profil herauszudrehen, das war eine ziemlich einfache Arbeit. Vorne habe ich dann die Achse in 2 Axle-Clamps reingesteckt, einfach 2 Stück, damit die Vorderachse stabiler ist. Stabilität war mir bei der Vorderachse ganz extrem wichtig. Den E-Antrieb kennt ihr schon aus dem bereits vorgestellten E-Drifter und dem Sandbuggy. Er hat 2 Kilowatt und wird von einer 60 Volt 960 Wattstunden Lithium-Ionen-Batterie angetrieben. Die Leistung des E-Antriebs kann man in 3 Stufen über das Bediendisplay wählen, wo auch der Ladezustand angezeigt wird. Zur Pedalerie. Auch das hier ist bekanntes Zeug aus dem Sandbuggy. Das Pedal ist ein 10-Euro-Teil von eBay mit einem gedruckten Adapter. Und das Bremspedal hat auch gedruckten Adapter hier, eine Rückholfeder, hier ein Halter für den Kabelzug. All diese Druckfiles habe ich euch kostenlos auf Thingiverse zum Download und selber drucken zur Verfügung gestellt. Die Originalbremsscheibe von Infento hat nur 145 mm und die war thermisch schnell am Limit. Also habe ich eine größere Bremsscheibe gezeichnet, auslasern gelassen für 12 Euro. Die ist etwa doppelt so dick und hat 200 mm Durchmesser im Gegensatz zu der Infento-Scheibe, die 145 mm hat. Dafür, dass die Bremsscheibe ein Laserteil war, war die ganz schön eben. Ich habe sie nochmal auf die Drehbank gespannt, um den Seitenschlag zu überprüfen, habe nochmal nachgerichtet und dann war der Seitenschlag von 5 Zehntel auf 2 Zehntel reduziert und so schleift die Scheibe nicht beim Fahren. Zuletzt habe ich noch was fürs Auge gemacht. Ich habe in die Seitenkästen ein paar Skier von Infento dran gemacht, in Anlehnung an die Seitenkästen von den echten Rennkarts. Ich finde, mit dem Infento-Logo sieht das richtig cool aus. Tja, und geil fahren soll es am Ende ja auch noch. Und wie fährt es sich? Schlicht und einfach, genauso wie ich es von einem Leihkart kenne. Man kann unfassbar hart einlenken, man merkt jede Bodenwelle, die Rückstellkraft der Lenkung ist auch vergleichbar mit einem echten Kart. Im Grenzbereich schrubbelt das Kart etwas über die Vorderräder. Eigentlich bevorzugt man beim Kart ja Übersteuern, damit das Kart vor der Kurve schräg angestellt werden kann. Ich denke, das kommt, weil die Vorderräder 0 Grad Sturz haben. Auf eine Einstellmöglichkeit des Sturzes habe ich aus Gründen der Steifigkeit und Robustheit der Vorderachse verzichtet. So, und zum Abschluss möchte ich noch ein Dankeswort an einen Unterstützer loswerden. Das ist die Firma Horner GmbH Verpackungen in Grafenrheinfeld für diesen super, super Parkplatz, auf dem wir driften konnten. Dankeschön, schaltet bald wieder ein. Bis bald!
Jetzt hast du was vergessen? Oh. Tipp, 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 lauf, 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 lauf. So schmalbeinig läufst du? Okay, komm zurück. Ja, ich habe mir was Schweres unter den Arm, da laufe ich halt ein bisschen anders. Okay. Ist es halt so. Alex, mit aller Kamera an.